Positiv und positiv stößt sich ab. Negativ und negativ auch. Positiv und negativ ziehen sich an. Ich spreche von meiner negativen Situation, was dich positiv anzieht, weil du das nie erlebt hast und nicht weißt, ob es stimmt. Aber leb du eine Zeit mein Leben, dann sehen wir, wie es dir geht. Mir geht's gut. Nächste Frage. I'm the little motherfucker with the big dick swinging, nuts still hanging, got hoes singing the blues. Vor 25 Jahren, als der Konflikt zwischen East- und West Coast-Rappern seinen Höhepunkt erreicht, räumen die Ghetto Boys mit ihrem Dirty South voll ab. Der große Boss der Bande aus Houston, Texas, ist der Chucky des Horrorcore, Bushwick Bill. Für euch ist es Unterhaltung, aber für uns ist es Realität. Wir erleben die Scheiße, die euch unterhält. 1991 habe ich den Film Chucky die Mörderpuppe gesehen. Chucky ist so groß wie ich. Und deshalb schrieb ich einen Song namens Chucky. Er ist klein, ich bin klein, ist doch glaubwürdig. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Der 1,43 Meter große Bushwick Bill legt unverhohlen die Abgründe der Menschheit offen. Gewalt, Leichenschändung, Kannibalismus, Satanismus und Serienmorde. Neben dem Gore-Rap der Ghetto Boys wirkt auch der härteste Gangster wie ein Chorknabe. Means you're better off dead. I wanna see food, so I fished in a child's head. Motherfuckers beware, cause I'm sick. Dead heads and frog legs. Mmm, cake mix. Fried. I took what Edgar Allan Poe did. Ich habe nur Edgar Allan Poe, Shakespeare und Stephen King in ein Ghetto-Märchen umgeformt, das davon handelt, dass die Minderheiten sterben. Im Klartext. Die reichen Schwarzen überleben, die armen Schwarzen sterben. Warum das Horrorcore ist? Weil dir das, was Menschen tun, um zu überleben, den Magen umdreht. Nächste Frage, bitte. I remember in the 80s, me and Pops was rapping in a 707. 1966, als Richard Shaw in Jamaika geboren, zieht er Anfang der 70er mit seinen Eltern nach New York, in das Viertel von Brooklyn, dessen Namen er heute trägt, Bushwick. Meine Mutter ist bei meiner Geburt fast gestorben. Ich war eine Steißgeburt. Sie lag 32 Stunden in den Wehen und verlor viel Blut. Ich kam nach der Plazenta raus. Und wenn das passiert, sind die Babys eigentlich tot. Aber ich sitze vor euch. Ich bin 1,43 groß und mein Bruder 1,95. Wir haben dieselbe Mutter. Ich habe lange geglaubt, dass ich noch wachsen würde. Aber in der dritten Klasse war ich immer noch nicht größer als im Kindergarten. Stell dir das mal vor. Du wirst behandelt wie ein Kleinkind, obwohl du cleverer bist als ein Sechstklässler. Damn, it feels good to be a gangster. 1986 zieht Bushwick Bill mit seiner Familie von Brooklyn nach Texas. In Houston wohnen sie im Fifth Yard, einem der gefährlichsten Viertel der Stadt. Bill jobbt als Tänzer und gründet dann die Ghetto Boys mit zwei Freunden aus seiner Nachbarschaft. Einer trägt den treffenden Namen Scarface, der andere ist Boxer Willie D. Ihr Motto, passend zum Gangster-Hype: Wir wollen die härtesten Hardcore-Rapper der Gegenwart werden. Die Bevölkerung unserer Gegend gilt als unterprivilegiert, fehlernährt und ungebildet. Aber dass ich aus dem Ghetto komme, heißt nicht, dass ich nicht daraus erfolgreich sein und mehr aus meinem Leben machen will. Fakt ist, dass einige erfolgreiche Leute in Trailerparks und sogenannten Hoods aufgewachsen sind. Und sie haben es weitergebracht als viele privilegierte Kids, die sterben, weil sie irgendwelchen Scheiß konsumieren. Dass das keine gute Idee ist, lernst du in der Hood schon mit 6 Jahren. Zwischen 1988 und 90 entstehen 3 Ghetto Boys Alben. Zum ersten Mal hinterlässt ein Sound aus dem Süden der USA Spuren in der amerikanischen Rap-Landschaft. Doch der kommerzielle Erfolg bleibt trotz des Wirbels und die gewaltverherrlichenden Texte aus.
1991 ändert sich dies schlagartig. Total zugedröhnt streitet sich Bushwick Bill mit seiner Freundin. Resultat: Eine Kugel zerfetzt ihm das Auge und landet inoperabel in seinem Kopf. Bill überlebt. Und auf dem nächsten Albumcover prangt ein Foto, das ihn bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus zeigt. We Can't Be Stopped wird zum größten Erfolg der Gruppe und verkauft sich über 1 Million Mal. Ich habe mein Auge durch meine Ignoranz verloren. Nicht gerade schlau, sich eine Kugel aus der eigenen Waffe einzufangen. Und dass du glaubst, mit deiner Lebensversicherung ist für deine Eltern gesorgt. Einmal war ich echt verzweifelt und dachte, ich bin berühmt. Meine Songs werden auf MTV gespielt. Ich war überall auf der Welt. Aber als meine Mama $500 brauchte, musste das Label 90 Tage die Plattenverkäufe auszählen und den Vertrieb bezahlen, bevor es einen Scheck ausstellen konnte. Aber ich brauchte das Geld sofort. Ich hatte eine Mikrowellenmentalität. Ich wollte alles sofort und das hat mich ein Auge gekostet. Als er 2009 wegen Marihuana und Kokainbesitzes aus den USA abgeschoben werden soll, findet Bushwick Bill zum Glauben und wird born again Christian. Seine Fans sind geschockt. Aber vor Kontroversen dieser Art ist Bushwick Bill nie zurückgeschreckt. Nach ihrer Reunion 2012 stehen die Ghetto Boys nun wieder auf der Bühne. Die Pioniere des Dirty South wollen natürlich auch ihr Stück vom Kuchen abhaben. Das Einzige, was mich stört, ist, dass wir es nicht geschafft haben, uns den nötigen Respekt zu verschaffen. Denn alle dachten, Rap würde zusammen mit dem Bebop untergehen. Zur Erinnerung, das war diese Why Do Fools Fall in Love? Lollipop-Scheiße. Surfing USA. Alle dachten, Rap wäre genauso kurzlebig. Doch Rap existiert schon länger, als Elvis überhaupt gelebt hat.